Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XII. Wir sind letztes Mal stehen geblieben im Dorf Eld, dem verborgenen Dschungeldorf der Viera, um Passage zu erlangen durch den Dschungel nach Goromisays, der Stadt der religiöses Zentrum. Ich habe allerdings vorher im Dschungel und in der Osmone-Ebene noch ein bisschen trainiert. Ich habe hier diesmal mit dran gedacht, zwei verschiedene Speicherstellen zu machen. Ihr seht, leveltechnisch drei Level nur gemacht, also nicht so viel. Jetzt sollte ich auf dem richtigen Stand bleiben. Ein bisschen Geld gemacht wieder, es wird mir beim nächsten Stadtbesuch zugutekommen. Und ja, jetzt machen wir erstmal kurz die Änderung, dass ihr kurz seht, weil es hat sich schon ein bisschen was getan. Vorab, ich habe eine Sache untersucht, die wir uns Ende letzten Males gefragt haben. Das Goldamulett. Wir wussten nicht, ob das für einen Charakter oder für die gesamte Gruppe zählt. Ich habe es untersucht. Es zählt nicht für die gesamte Gruppe. Es zählt nur für den Charakter, der es trägt. Deswegen habe ich das einmal Age gegeben, denn Age hat diese Lizenzen noch gebraucht. Insgesamt 700 HP haben ihr gefehlt. Und die hat sie jetzt. Insgesamt, wo war das rauszoomen? Da. Habe ich bei meinen Zaubern insgesamt ein bisschen aufgestockt. Jeder Charakter hat jetzt bis zur Weißmagie 5. Fast jeder. Verdammt. Gut, jeder hat bis hier. Die meisten haben auch bis zur 5. Lizenz. Bei Balthier kommt das dann bald. Balthier und Fran haben die meisten kraftvollsten Lizenzen alle. Ash hat hier oben ordentlich aufgestockt. Selbst diese ganz teure Zauberer-Lizenz hat sie. Alle Charaktere haben alle drei Geschwindigkeitslizenzen und die meisten sollten auch die drei Mana-Essenzen haben. Balthier fällt immer wieder aus dem Rahmen. Ausrüstungstechnisch hat sich nicht viel gemacht. Balthier hat sich hier drüben seine dritte Mystech geholt. Ich dachte mir, das kann man mal machen, ne? Die Bestia ist immer noch nicht... Die Esper, Entschuldigung, die heißen Dinger ja Esper, ist immer noch nicht vergeben. Und ja... Bei den Charakteren, die inaktiv sind, habe ich ein paar Punkte investiert. Ihr seht, Penelo stand, glaube ich, kurz vor 3000 oder sogar noch weit drüber. Nee, 3000 hatte sie, glaube ich, nicht. Und ich habe ihr einfach mal so ein bisschen die Basis gegeben von allen. Ne? Hier die Mana-Essenzen, die Geschwindigkeits-Essenzen, die MP-Wiederbekommen-Lizenzen, alle drei Allheilmittelverbesserungen, die TP und die Weißmagie. Die hat jetzt wirklich... Mit Ausnahme von unserem Magiekrüppel, weil wir hier jeder Charakter. Und ja, einfach weil ein Charakter, der nicht mal wiederbeleben kann, ist halt eigentlich wirklich doch schon ziemlich nutzlos. Und die 700 Passiv-HP sorgen halt dafür, dass selbst Charaktere, die nicht trainiert sind, wie Bash, immerhin noch ein bisschen was aussehen. Ich meine, schaut, der ist mehr HP als Larsa, unser Level 33er Gast. Also, ne, ist schon irgendwie ein bisschen anständiger. So. Die Angriffe werden öfter pariert, ja. Okay, dann halt nicht. Gut, also, Balthier hat eine Menge zu lernen, aber er kann das Goldamulett nicht tragen. Das heißt, das ist das erste, was er sich holen wird. Hier oben. So wichtig ist das alles aber eh nicht, denn wir werden jetzt nicht gleich wieder rausgehen zum Leveln, sondern wir gehen jetzt ins Dorf. Dorf. Und schauen uns das an. Wir sollen... Dann sagt uns das, glaube ich, was er hat. Hier, da. Genau. Mirren. Die erscheint als Fran mit ihrem Namen, Fran, doch einen sehr aussprechbaren Namen hat. Im Gegensatz zu Mirren. Naja, schauen wir, was uns noch so an Namen begegnet und dann sehen wir das schon. Und was uns hier noch alles für Abgründe erwarten. Ich meine, es hat bestimmt seine Gründe, dass Fran draußen wartet. Vielleicht ist Balthier hier auch so ein gebranntes Kind. Weil er sie weggebracht hat. Vielleicht hat er sie schamlos verführt. Das weiß man ja nicht. All das und viel mehr finden Sie in der nächsten Folge, nach der Werbung, nach der nächsten Mau. Nee.
Nach der Werbung bei der nächsten Maus. So, oh Gott, das habe ich viel zu lange nicht mehr gesehen. Standard-Vierer-Wachen. Sehen die überhaupt was unter den Masken? Ich habe ja meine Zweifel. Deswegen halten die ich bestimmt noch nicht auf. Aber die hier. Hüterin heißen die. Irgendwie frage ich mich ja ernsthaft mal. Romesace ist nun echt keine unwichtige Stadt. Und der Landweg dorthin führt durch den Dschungel. Also das sind die Blüten, habe ich schon festgestellt. Nennen sich Morbolds, sind aber allgemein ziemlich unfreundlich. Absolut unfreundlich, die sind alle ziemlich unfreundlich. Jedenfalls, es scheint halt wirklich, dass diese Barrieren so allem, was nicht Viera ist oder mit Viera sich mal gut gestellt hat, diesen Dschungel nicht bereisen kann. Das finde ich ein bisschen. Da frage ich mich, ist das echt so? Nehmen die sonst alle Luftschiffe oder so? Aber eigentlich, hieß es doch, Bromesays liegen im Norden einer Jagd, also können die Luftschiffe da nicht hin. Finde ich alles etwas seltsam. Aber vielleicht wird uns das ja auch noch besser erklärt. Das da könnte vielleicht dann irgendein Ausgang werden, der irgendwann mal geöffnet wird. Oder es ist einfach nur ein Gang, um neugierige Leute wie mich zu beschäftigen. Ja. Wir gehen jetzt hier einfach mal rum. Und da das hier wirklich ein exquisiterer Ort ist und nicht allzu groß, machen wir es hier ähnlich wie in Jahare. Wir sprechen einfach alles an, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Pun intended. Wenigstens sind sie ehrlich. Manchmal zu ehrlich. Alter. Weia sind die Christen. Oh, immerhin kein abfälliger Kommentar. Sie hat einen Namen. Es ist ein benannter NPC. Nein, kein zweiter Dialog. Gut, suchen wir weiter. Hatten wir die? Die hatten wir schon. Aber in einer Sicht haben sie recht, es kümmert sie echt nicht, was ich von denen will. Es geht nur, warum sollten sie sich mit uns abgeben? Okay. Ja, egal. Wir schauen einfach mal, was hier so ist. Unheil über die was? Nein! Tue ich gar nicht, ich bin voll lieb. Aber irgendwie sind die Hüterin fast noch ein bisschen duldsamer als der Rest. Oder zumindest ein bisschen. Ich weiß nicht. Sie bemühen sich wenigstens noch so auszusehen, als würde sie es nett meinen. Heißt diese Frau nicht Tina? Ah. Super. Sie heißt wie eine. Wie war das? Was war die Retina? Die. Haut hinten im Auge, wo die ganzen Farbzellen drauf sitzen. Das ist, glaube ich, die Retina. Oder? Biologen, antwortet mir. Wenn nicht, Wikipedia ich's nachher. Oh, dich hatten wir schon. Es scheint, wir müssten wirklich in dieses obere GS, denn. Also, es gibt ja sonst nicht viel. Denn bei den Hütern ist Mion, wie gesagt, nicht so. Mir wird ja schon ein bisschen bange, weil. Ja, sie ist eine Schamanin, sie kann ihr Temperament nicht zügeln. Uh-oh.
Das Angehen der Schamanen, das könnte Mirren sein, also heben wir es uns auf. Du hast nur den generischen Lehrer, na. Nee, dich will ich auch nicht ansprechen. Nein, verdammt. Ich habe einen NPC vergessen. Hey, Mirren lives here, doesn't she? We're here to see her. You will leave at once. It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Mirren. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Hmm. Fine then. We'll look for her ourselves. Ah. I've heard the voice of the wood. She says Mirren is not in the village. Jote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot. Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera, who have abandoned the wood, are Viera no longer. Mirren, too, has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago. Shren ist alt. Ja. Gut. Ich wusste, dass es in diese Minen noch reingehen würde. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die liegen. Sprechen wir erstmal die fehlenden NPCs an. Da hinten ist niemand mehr. Dann haben wir hier noch die angehende Schamanin, dann können wir zurück. Es sei denn, die haben sich Dialoge geändert. Ernsthaft. Die sollen nur kommen. Die hatten wir schon mal an. Gut, okay. Also sprechen wir auf dem Rückweg auch nochmal an. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so groß. Und letztendlich interessiert mich schon, was die alle zu sagen haben. Ein paar Kräuter klein kloppen kann ich auch. Also, kämpfen. Ein bisschen Wort. Ein bisschen.
sie sind nicht mehr ganz so wortkarg. Nicht mehr ganz so wortkarg. Tja. Hanna. Mjörn ist bestimmt voll toll. Ihr nicht. War hier nicht gerade? Achso, nicht ansprechbar. Gut, dann sind noch die hier drüben. Die hatte ja auch einen Namen, die ist ja besonders interessant. Tja, ja. Vielleicht lohnt es sich nochmal herzukommen, nachdem wir mehr mit Mjörn zu tun hatten. Und sich die Story rund um die Viera, sag ich mal, weiterentwickelt hat. Gut, kenne ich auch schon. Ah, falscher Gang. Bestimmt werden die hier, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier auch ein oder zwei Infos, Seitenstränge nicht freischalten werden, nicht sehen werden, einfach weil. Wenn ich mir überlege, das ist wie die Nebenquests hier aufgebaut sind, das sind ja meistens sehr lange Ketten von nimm dieses Item und verkauf es nicht und dann irgendwann 26 Stunden, 1000 Stunden später gibst du es irgendwem und dann kommt eine Sequenz und ich muss schweigen. Not bad, Vaughn. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The Henna Magicite mines. Maybe that's what she meant. They lie in Bancor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Fran. Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Nice fun. Oh, surprisingly rude. Try to grow up, please. Oh Gott. Da will man ihn mal loben und dann kommt sowas. Oh. Süden der Osmond-Ebene. Hatten wir da einen Ausgang? Oh ja, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Gut, wir schauen nochmal ganz fix hier in den Laden. Nur, ob sich da jetzt was geändert hat. Ihr kennt mich, ich check da lieber einmal zu oft als einmal zu selten. Geh weg. Speichern wir wieder und dann geht's los. Jetzt geht's wieder unterwegs und so. Ist wieder unterwegs. Ich bin heute, ja, ihr Zimmer zu schaffen. Oh, was mir gerade einfällt. Ihr wart da nicht bei. Während wir in der Osmoan-Ebene unterwegs waren, haben wir zwar ein paar Rares gefunden, wobei Rare ich in Anführungszeichen setzen möchte, denn der eine davon ist fast jedes Mal aufgetaucht, als ich auf die Map gegangen bin. Außerdem haben wir hier einen neuen Eintrag freigeschaltet, wie ich sehe. Oh. Interessant. Das Tolle ist, Krummzahn haben wir einmal bekommen. Haben wir den schon verkauft? Ich weiß es gar nicht. Ja. Wir haben auch im Dschungel ein bisschen getötet, dementsprechend auch hier einige. Aufgaben, Quatsch, Seiten freigeschaltet.
Oh mein Gott, von denen wäre eine ganze Weile, wo wir eine ganze Menge brauchen. Mobbles! Ah, widerlich! Ja, wieder interessante Holz, Mobbelranke und Feuerstein. Halt, da war noch mehr. Hier, das sind sie. Okay. Wo ich den her habe, weiß ich nicht. Habe ich wohl irgendwo im Dschungel mal gesehen, muss ich irgendwie ein bisschen Brain AFK gewesen sein. Aber den Bulgator hier, den haben wir etliche Male gesehen. Der war auch relativ unbequem, weil der, wenn er niedriger HP kriegt, mal ebenso 900er AE-Angriff raushaut und so. Bisschen kegelförmiger, der, naja, 900 Schaden, ne? Und das Viech ist uns einmal über den Weg gelaufen. Sehr seltsame Beschreibung, aber naja. So, sind wir damit auch fertig. Gut. Also, ich vermute ja, dass da, wo dieser Abgrund war, wo man auf der Karte gesehen hat, dass auf der anderen Seite noch Land ist, wo man aber nicht rüberkam, dass da jetzt irgendwie eine Brücke ist oder man einen Chocobo steht, den man reiten kann, um rüber zu springen. Irgend sowas. Jedenfalls ein Weg, der vorher nicht ging. Das sind die Trends. Jetzt haben wir noch einen zweiten hier. Jawohl, da vorne. Perfekt. Ja, ansonsten hat sich halt nicht viel geändert, also dass Bran jetzt halt Heartbeaten mit den anderen etwas aufgeschlossen hat. Ah, was ich noch vergessen hat zu schauen. Ne, ich habe verkauft. Gut. Ja, stimmt, ich habe noch keine Gelbsäure gefunden. Nur Grünsäure von den alten schwachen Schleimen. Ich will mich hier im Dschungel jetzt ehrlich gesagt nicht unnötig lange aufhalten. Weil. Die geben zwar nicht schlecht Erfahrung und so, aber es ist auch nicht so, dass es sich jetzt unglaublich zu farmen lohnen würde. Und gerade deswegen habe ich ja diese kleine Offscreen-Session gemacht, damit wir hier jetzt ganz zielstrebig von A nach B laufen können, ohne jeden Mob mitzunehmen und dabei, damit wir nicht leveltechnisch zurückfallen. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Vorsprung. Und ja, der sollte uns erstmal versorgen. Ah. Ah, Mobol. Nein, lass das. Nicht Mund. Gut, kein Mundgeruch. Mundgeruch macht hier jetzt, wie sagt man, nicht so viele Zustände. Ich glaube, Gemach, Schlaf und noch irgendwas eventuell. Aber, ich bin sicher, dass einige spätere Mobile-Versionen noch einen richtig verheerenden Mundgeruch kriegen, wo man dann 5, 6 Zustände gleichzeitig mal bekommt. So, ich bin noch auf dem richtigen Weg, oder? Ja, perfekt. Ich finde, so ein kleiner Weg, das ist dann auch irgendwie nicht wert, dass ich da jetzt viele Portkristalle nutze von hier nach Jahara. Weil dann muss ich auch wieder durch die ganze Ebene laufen und so habe ich ein bisschen kürzeren Weg, weil der Ausgang, dieser Südausgang ist eigentlich ein bisschen nach Osten versetzt. Also letztendlich ist der Weg hier durch den Dschungel auch nicht kürzer als der von Jahara. Außerdem, oh, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wir haben unsere Heilung etwas umgestellt. Da wir, nein, du nicht, du, einen neuen Zauber haben. Wiegler. Der hatte, meine ich, nämlich auch die Eigenschaft, dass er
mehr HP heilt, wenn das Ziel weniger HP hat. Vielleicht war das auch ein anderer Zauber, auf jeden Fall heilt der eine ganze Menge mehr. Das heißt, wir haben unsere Heilgambits etwas umgestellt. Außer Balthier schlecht ist. Aber die richtigen Heiler haben halt jetzt eine etwas veränderte Heilung. Ob ich die Vita-Gambits drin lasse, bin ich mir immer nicht so sicher. Oder ob ich wirklich einfach die Leute komplett bis auf 30-40% fallen lasse, um dann einmal eine große Heilung rauszubringen. Ich lasse es erstmal so, das ist ja kein Drama. Und dann sehen wir später weiter. Hier gehen wir nämlich jetzt gleich runter zu dem Gang, den ich im Verdacht habe, der Südausgang zu sein. Da kommt man bestimmt irgendwie rüber. Mit mindestens Hilfe eines Chocobos bin ich da relativ zuversichtlich, weil dieses Chocobos können über Abgründe springen, ist halt bei gerade den neueren Fantasy-Teilen ein häufig aufgetauchtes Thema. Wir nehmen uns hier noch ein paar Pünktchen mit. Also wirklich nur hier die drei. Kann man sich auch mal ein bisschen beeilen. Hat mir schon immer 3000 HP? Okay. Ach stimmt, das waren die U's, die mit einem Aero gut waren. Ganz vergessen. So, wie sieht's mit 6 LP noch? Gut, die haben wir auch gleich. Nicht in die Falle laufen, bitte. Danke. So, mit den Viechern hier auf der Karte sollten wir die auch haben. Und dann kann Balthier seine... Warum sollte er nochmal... Ach ja, ihm fehlen noch einige Lizenzen, was Zauber angeht. Kann er sich das Goldarmband nehmen. Und dann hat das jeder der Charaktere ein bisschen mal ein bisschen getragen. Bisher haben wir nur eins. Und ich werde es halt immer so ein bisschen rumgeben, je nachdem, wer halt gerade wie viel braucht. Solange wir nur eins haben, ist es halt einfach nicht vermeidbar. Ich meine, wenn wir die Passiven und die Zauber erstmal alle abgehakt haben, dann gibt es nur noch irgendwie auf Reservetechniken oder da ist es was zu kaufen. Das ist dann alles nicht mehr so wichtig, da werde ich dafür doch wieder auch funktional. Nein, okay, irgendwer sollte das Ding schon tragen. Zu jeder Zeit. Damit wir möglichst gute Lizenzpunktausbeute haben immer. Ist ja, ich finde was Besseres, was vielleicht die EP verdoppelt oder so statt der Lizenzpunkte. Naja. Aber erstmal machen wir es so. Vielleicht finden wir jetzt wieder. Also das Witzige war halt, dass sowohl der Bulgator als auch der fliegende Rare beide hier unten auf dieser Karte waren. Und zwar beide im gleichen Durchlauf einmal. Also der Flieger nur einmal, der Bulgator häufiger. Ich glaube, da ist er auch wieder. Aber der Flieger diesmal nicht. Wir stürzen uns doch gleich wieder drauf. Wichtig, also was ich halt gelernt habe, ist, dass es relativ angenehm ist, wenn man den von den Leuten wegdreht. Wenn man den wegdreht. Ja, genau wegen diesem Angriff. Kabum. Achso, nee, das war Aero. Hoppla, mein Fehler. Ja, ich hab's auf den Bulgator gezaubert, nur um die. Oh, Laser. Laser, was kannst du eigentlich? Naja. Hubschrauber, das ist dieser starke Angriff da. Bombf. Ja, tschüss, Lasa. Ich hab da einfach nichts, der Junge.